Finde ich gut. Könnte man hier vielleicht noch ein... Wo braucht man denn nicht, wenn man hier nichts macht? Bräuchte man da kein Doppelding hinmachen? Also keine Schleuse. Weil die sind ja, die hauen ja nicht so ab. Hier, Blumen! Ja, ist total spannend, ne? Finde ich auch. So. Schön. Ah, fast schön. Nee, es war schon so ganz gut. So, was macht das Feld? Das ist Feld gefällt und könnte auch mal hier. Machen wir das oder machen wir was anderes? Machen wir das mal so. Zack. Ja, sieht doch schon gleich ganz anders aus. Hier, ich hätte gern noch einen Setzling, dass ich ihm ein, zwei Bäume hinpflanzen kann. Das wäre jetzt noch mal ein Highlight. Oder ich mache das jetzt hier so, dass ich von den Teilen... mache ich das? Komm, ich mache das mal. So die typischen Lampen hier. Mache ich das einfach hier so ein Gedinge? Das muss noch einen höher. Und wenn, dann kommt es auch zur Mitte hin. Ich brauche allerdings hier Erde. Frische Erde zum Bauen. So. Ah, die rennen aber durch die Gegend hier. So, und das kommt jetzt dahin. So, wunderbar. Sieht etwas seltsam da aus, aber es passt schon. Aber es ist jetzt ziemlich tief, ne? Rennen wir hier ständig gegen. Ist das zu tief? Das sieht schon etwas seltsam aus. Muss ich ja mal zugeben. Haben jetzt leichte Verluste gehabt, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Können ja wieder in Nether reingehen und dort ein bisschen gucken. Da kriegen wir ja schon neues Zeug her. Hier, die Zäune kommen natürlich zu mir. Wie es sich gehört für einen, für einen gehörigen Zaun. So, mache ich das mal hier. Oder man macht hier vorne dann noch so ein bisschen, hier noch eine Kiste direkt drunter und dann kann man hier oben, doch, ist glaube ich ganz gut. Genau das nicht, so. Zack, zack, zack. Das ist jetzt, wenn ich das einen rausziehe, dann ist es wieder nur drei und das wird aber richtig hoch hier. Ist das denn sonst richtig? Doch, ist glaube ich ganz knuffig so. Kann man machen. Bräuchte ich halt noch eine Kiste. Oder wir stellen die Kiste, die drinnen ist, dann nach draußen. Ist ja vielleicht auch ganz okay. Oder ich mache da einfach noch eine. Halt mit Futterzeugs. Damit man sich da bedienen kann. Ja. So. Einmal dann hier direkt drunter stellen. Verbindet sich ja nicht. Ist super. Ach komm. So muss ein Feld sein. Wenn nicht so, wie dann. So, wo haben wir denn hier mal ein paar Bäume, dass wir da Setzlinge rausschlagen können? Oder kann ich jetzt einfach hier aus dem da ein bisschen was raushauen? Das ist der einzige Baum hier in der ganzen Umgebung. Also bis auf die anderen hier. Und da hinten genau ist der Steinfelsen. Steinseite. Stimmt ja. Ein Setzling. Jetzt setzen wir dem Baum die eigenen Waffen gegen ein Setzling des Todes. Prügelt durch ihn hindurch. Die scharfkantigen Blätter schneiden den Rest kaputt. Blätter sind tatsächlich scharf, also zumindest Papierblätter. Wenn man die aus dem richtigen Winkel sich durch die Hände gleiten lässt, ist nicht besonders schön. So, ich habe hier einfach einen Baumstamm stehen. Können hier mal Setzlinge rausfallen? Das finde ich aber ein bisschen ungehobelt gerade. Oh, ein Apfel. Na toll. Ich hätte lieber sie gern Setzlinge. Sonst wäre der ganze Weg hier, die ganze Bemühung umsonst gewesen. Aber da haben wir schon drei davon und... ne. Ein bisschen Holz gibt es oben drauf. Das heißt, wir kloppen hier wieder einen Setzling rein. Zack. Haben natürlich kein Knochenmehl dabei. Was ich gerade mal einen anprangerungswürdigen Zustand halte. Guck mal, wenn das Ding so in der Entfernung ist, ein so ein Teil, das reicht auch vollkommen aus, um hier einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Komm, packen wir hier nochmal. Nehme ich den nochmal mit. Packe ich den da hinten mit dran. Machen wir uns da zwei schöne Bäume hin. Oder einen direkt neben das Haus von der anderen Seite aus. Und einen direkt hinter das Feld. Weil dann steht das nicht ganz so alleine hier. Oder hat man ja gerne so, dass bei irgendwelchen alten Bauernhöfen stehen immer riesige Eichen rum und riesige Bäume. Ist schon ganz super, dann machen wir das mal hier hin. Und dann kann er, ich hoffe mal, das wird ein richtig großer Baum. Kann auch einer da rein. So. Damit die Tiere ein bisschen Schatten haben. Also nicht einen Schatten haben, das ist was anderes. Sondern insgesamt mal, falls es mal warm sein sollte, genau das wollte ich nicht. So, und natürlich direkt beim Baum machen wir das mal so, kleines Wasserstelle. So, nochmal frisches Wasser holen. Hep. Im Vorbeigehen einmal, ne? Einmal am Fluss entlang rennen, einmal den Eimer zur Seite halten, das war genau falsch. Und dann ist er komplett voll. Bremst auch überhaupt nicht, wenn man hier lang rennt. Oder wenn man das mal in der Realität versucht hat. Das geht schon. Oh, das war falsch. Genau, wechsle ich auch noch. Nein, komm zurück. Das schöne Gras. So. Wunderbar. Holen wir tatsächlich noch einen da so raus. Ich glaube, es passt schon. Nee, so. Ach, schön ist das. Ja, ihr Schafe. Alles Roger. Du bist ausgewachsen, kleines Minischaf. Jetzt bist du kein Minischaf mehr. Ich penne mich mal hier einen zurecht. Eine Bodenplatte können wir jetzt ja auch nicht reinlegen hier. Wenn das so ist. Das blaue Schaf ist schon ein bisschen albern, ne? Oder bin ich da der Einzige, der das so empfindet? Na gut. Ich sollte unbedingt mal was essen. Auch die Brote gehen mal zu Ende hier. Ja, und wenn alles aufgegessen ist, esse ich dich auf. Könnte ein bisschen fusselig im Mund werden. Und ich hätte mal warten sollen, bis hier Zombies oder bis hier Skelette sind. Dann hätte ich hier das ganze Getreide schon mal düngen können. Aber das eine gibt sich echt Mühe. Das ist schon vollständig. So, zack. Können wir hier später ein bisschen auffüllen. Haben wir dann hier so ein kleines, ja, ne, so ein kleines Dingens halt. Oder kann man hier auch noch einen Baum hinpflanzen, hier hinter so. Wäre vielleicht auch nett. Oder hier neben einfach. Oder daneben. Oder vielleicht da drüber oder so. Machen wir in der Gegend, in der Luft einen Block Erde und pflanzen einen Baum drauf. Wäre vielleicht auch ganz cool. Also ziemlich sinnlos und unrealistisch, aber bestimmt cool. So, ich will aber mal hier ein paar Schäfchen herlocken. Hier hinten zwar nicht mehr. Guck mal, da sind gerade Tinten Fische gespawnt. So, Schafis, na komm mal her. Und die schwarzen, die färbe ich dann einfach um. Wird schon passen. Dann haben wir da zumindest so eine kleine Armada schon mal an Flausche-Viechern. Ja, so ein paar wandelnde Tampons hier. Komm mal mit. Ja, du auch. So. Oh, wie sie mir folgen. Fühlt man sich so großartig, anführerisch. Na, komm her. Fühle dich angesprochen. Habe Hunger. Hier, guck mal, da. Hier, die anderen finden das viel geiler als du. Genau, zum Essen kann man natürlich stehen bleiben zwischendurch. Ja, ich weiß, dass ihr es toll findet. Kommt her, ich hab nix. Genau. Jetzt ihr beiden. Am besten in einem Stück. So. Ach, über die Truhe kann man auch. Stimmt ja. Ist ja auch cool. Na, komm her. Komm her. Komm rein. Ist offen. Da. Tschüss. Ja, ihr wisst jetzt plötzlich gar nicht mehr, was ihr eigentlich von mir wolltet, ne? Ja, wuddel, wuddel, wuddel. Bist du flauschig? Na. Ah. Schaut so lustig über die Reling hier. Aber ich denke mal, es ist ganz nett, ne, wenn man hier so fällt hat, wenn man da drin pennt, dann blökt es hier die ganze Zeit rum. Ist vielleicht suboptimal, aber wir sind hier auch nicht so oft. So, und wir kriegen die Nacht auch nicht live mit. Das wäre noch schöner. Dann hätte das Schlafen ja überhaupt keinen Sinn mehr hier.
Wenn man sich da einfach stundenlang rumwälzt und alles mitbekommen würde. Aber den Weg mal hier ein bisschen... Es könnte ab hier auch wieder ein Kiesweg werden, ne? Aber wir haben keinen Kies mehr dabei. Ja, oder auf den letzten Metern eine Kies draus machen? Weiß ich nicht. Das rote Schaf, das stört mich da ein bisschen. Aber das ist was anderes. So. Da hängt gerade mal die Technik etwas. So, jetzt geht's wieder. Weiß ich nicht, irgendwie... Heute ist es mit dem Aufnehmen jetzt... Irgendwas ist da drin, irgendein Wurm. Vorhin Stalker aufgenommen, ist das Spiel mehrfach abgestürzt. Jetzt hier hängt es zwischen, das Bild zwischendurch immer mal ein bisschen. Ich hoffe mal, das fällt dann später nicht ganz so auf. Ich kann es halt, oh, ein Skelett, ich kann es ja nicht so wirklich ändern. Und ich weiß nicht, woran es liegt, weil es ist ja nicht immer so. Na, da ist schon wieder so ein leichter Hänger. Keine Ahnung. Da haben wir einen Knochen bekommen. Hier müssen wir auch mal unbedingt ausbauen. Ich meine, der Bereich ist halt tatsächlich schön, da kann man tatsächlich was draus machen. Der hat Potenzial, wie man so schön sagen würde. Hier so ein bisschen rumgekröse, das will ja keiner, aber irgendwie die Decke mal ein bisschen schöner machen, irgendwelche schönen Lampions hier runterhängen, fände ich ja mal cool. Ach, guck mal. Hi. Druckplatten können wir da jetzt auch nicht reinlegen, aber es ist nicht so wild. Ist ja praktisch, dass wir da direkt durchkommen. Ging vorher auch, aber es war nicht so einladend. So, die Teile können da auch zu rein. Warum habe ich die eigentlich mitgehabt? Weiß ich nicht. So, hier ist alles Krempeliges. Können die Zäune rein. Können auch... Das reicht eigentlich mit den Zäunen, ne? Hier die Erde kann auch mal in die Erdekiste rein. Aber wahrscheinlich nicht in die hier, weil die gleich voll ist, sondern in die andere da hinten. Den Lowstone habe ich jetzt überhaupt nicht gebraucht. Ist aber nicht so wild. So, hier die Teile. Das auch da rein. Da haben wir auch so viele von. Müssten wir auch mal etwas benutzen vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Dann lassen wir das einfach. Das sind so die beiden Optionen. So, Lowstone, Staub. War da hinten bestimmt noch was? Vielleicht. Mau. Vielleicht aber auch nicht. Hier auf jeden Fall nicht. Na, wo haben wir denn die Erde? Da haben wir die Erde. Auch das ist schon ziemlich voll. Wir können ja dann hier hinten die anderen Teile auch als Erdcontainer benutzen. Wäre ja vielleicht ganz praktisch. Bisschen hier, ne? Bisschen Krempel haben wir auch dabei. Bisschen Mob-Erzeugnisse. Muss mal gucken, wie das mit den Ender-Geschichten oder mit den Enderkisten mal funktioniert. Können wir hier eine Kiste haben, können eine da hinten bei dem Haus haben, können da hinten auch eine haben, dass wir in allen wichtigen Orten, wo wir eigentlich sind oder uns öfter mal aufhalten, dass wir da dann entsprechende Kisten haben, damit wir nicht immer rumrennen müssen hier. Und den Eimer möchte ich eigentlich gerne dabei haben. Das war schon ganz, war schon so geplant. Natürlich. So, Apfel kommen hier rein. Das ist eine Aufforderung. Und hier die umgedrehten oder die Treppen. Aus steinernem Geziegel. Die kommen hier auch mal rein. Und der Knochen kann auch noch weg. Und jemand paldautert hier rum. Wo denn eigentlich? Hier hinter? Hallo? Das ist aber nicht sehr freundlich. Na, ich kaufe nichts. Was hat denn der an? Hat der ein Fischnetz umgewickelt oder was? Das sehe ich hier auch noch so ein Schandfleck. Ach Mensch, es gibt noch so viele Stellen, wo man noch was Schönes dran machen kann. Aber da sehen wir ja eh so selten. Deswegen würden wir da wahrscheinlich schon viel eher was gemacht haben. Weil wir es öfter sehen und uns immer wieder denken, ach, moa, nee, bah. Na, und dann hätten wir was getan. Schneeball. Wo habe ich denn noch hier... Habe ich noch irgendwo Glowstone-Staub? Das finde ich aber jetzt ein bisschen, gut, packen wir das mal da rein. Wolle haben wir hier doch noch einige. Soll ich hier nochmal eben das, die Sachen da raushauen? Wir können ja, eventuell noch so ein paar farbige Streifen hier reinbringen. Ein bisschen Akzente. Aber ich glaube, ich hau erstmal hier das. Ich hau erstmal die Wände weiß. Wäre, glaube ich, ganz cool. So einfach hier hinter mal lang. So als letzte Tat für die Aufnahme jetzt. Dann ist zwar der Boden immer noch ziemlich steinig, aber vielleicht kann er dann auch so bleiben. Es passt dann, glaube ich, vom Lager her etwas besser.
Oder man macht hier oben, dann lässt das da einen dann so. Wobei das da hinten dann nicht mehr wirklich passen würde. Ich glaube, man zieht es einfach komplett hier rum. Ich hole mir erstmal das Zeug hier raus. Da unten natürlich. Können wir mit dem grünen oder hellgrünen uns nochmal herstellen und dann ein paar Akzente machen. Wobei ich nicht weiß, ob man hellgrün tatsächlich herstellen kann. Fände ich, glaube ich, ganz gut. Oder orange oder irgendwas könnte man dann hier rein. Obwohl, das ist schon wieder so aufdringlich fast. Wobei die anderen Sachen, die haben ja auch wieder Muster, Struktur. Müsste man mal schauen, wie man das denn hier genauer macht. Was denn da der Inneneinrichter in mir hervorbringt. Und ja, ne, kloppen. Ach, da unten. Gut, dass ich nicht hier einmal vorgelaufen bin. Gut, dann haben wir von unten also auch Wolle dann sichtbar. Ich hoffe, da ist die Lava und sowas, ist alles viel zu weit weg, ne? Das geht dann ja. Komm, ich mach dann hier einfach eine Reihe Steine hin. Das ist ja von der Höhe her so, dass es niemandem auffallen sollte. Oder dass es egal ist, wenn es da einmal tiefer ist. Also interessant, dass das hier echt so dicht alles beieinander gebaut ist. Oder so angrenzend ist. Finde ich gerade mal echt interessant.